Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht's um die Eigenliebe, das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und ich werde immer wieder gefragt, warum ich das denn mache und immer wieder diese geführten Meditationen hier zeige oder auch das Klopfen. Und das liegt daran, dass es mir total geholfen hat und auch meinen Patienten und Klienten unglaublich hilft. Und gleichzeitig weiß ich, dass nicht jeder in meiner Stadt wohnt oder sich übers Internet da auch, ja, sich traut und erstmal soweit ist. Und man kann mich über diese Videos ganz gut kennenlernen und auch die Scheu vor der Meditation und vor Hypnose verlieren. Und für mich war das wirklich eine ganz, ganz große Hilfe in meinem Leben und hat mein Leben echt total verändert. Und für so viele andere auch. Und deshalb lade ich dich heute ein, dass wir uns zusammen auf eine solche Reise begeben, auf eine geführte Meditation. Und bitte mach das nur, wenn du gerade nicht mit dem Auto unterwegs bist. Und dann schließ doch bitte deine Augen. Atme tief ein. Halte den Atem. Halt ihn und atme aus. Atme ein. Halte den Atem, halt ihn und atme auf. Ruhe kehrt ein. Erlaub dir diese Ruhe und innere Stille. Leg bitte eine Hand auf dein Herz und spür hinein. Fühlt es sich an und wie würde es sich dein Herz fühlen wollen? Beobachte deinen Atem. Mit jedem Einatmen und Ausatmen loslassen, entspannen, ankommen. Dein Atem, das ist dein Rhythmus. Wenn du dich nun entscheiden könntest, dich so zu fühlen, wie sich dein Herz gerne fühlen wollen würde, erlaub dir, dich so zu fühlen. Stell dir vor, dass dein Herz von innen heraus lächelt. Fühl in deinen gesamten Körper. Stell dir vor, jede klitzekleine Zelle würde sich so fühlen können, wie es der Vorschlag deines Herzens war. Es
könnte zufrieden sein. Im inneren Frieden. Voller Freude. Erlaub dir, dass ein Lächeln mit deinen Lippen spielt. Stell dir vor deinem inneren Auge vor, dass ein wunderschöner, großer Berg. Siehst ihn vor dir. Wie die Sonne mit ihm spielt. Und du erkennst, dass er vollkommen ist und ganz da im Moment. Stell dir vor, dass du auf dem Gipfel dieses Berges sitzt. Du spürst die Ruhe. Und wir in jedem Moment ganz in diesem Moment ist. Fühle den Berg, die Ruhe und die Präsenz. Hier oben ist die Luft ganz klar. Du spürst Sonne im Gesicht und Wind in den Haaren. Und ein Lächeln geht von deinem Herzen aus. Du bist tief verbunden. Im Inneren, dem Herzen von Mutter Erde. Auch der Berg ist tief verbunden mit Mutter Erde. Du bist verbunden mit dem Göttlichen, mit dem, was immer war und immer sein wird. Der Berg ist verbunden mit dem Göttlichen, mit dem, was immer war und immer sein wird. Du spürst die Verbindung. Und dann erkennst du, dass der Berg genau richtig ist, vollkommen. Sei du nun der Berg. Für die Stille und Ruhe. Sei die Ruhe. Stille. Spüre die Stärke des Berges. Sei du der Berg. Sei die Stärke
Gefühl, die Präsenz, das Dasein im Augenblick und sei du der Berg, ganz da, ganz präsent und spüre, wie dein Herz lächelt, wie das Herz des Berges lächelt. Du siehst die bezaubernde Landschaft, die Landschaft vor dir und hinter dir, über dir, um dich herum. Sei du der Berg, lächelnd und still. Und spür, dass auch du genau wie der Berg, genau richtig bist. Dann bedankst du dich beim Göttlichen, bei dem, was immer war und immer sein wird, Mutter Erde, der Zärtlichkeit. Jeder klitzekleinen Zelle, dem Berg und bei deinem Herzen. Komm hier jetzt zurück, spürst deine Füße auf dem Boden, kannst dich recken und strecken und hier ankommen, öffnest die Augen und lächelst, bist ganz hier, voller Ruhe. Vollkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, das hat dir gut gefallen und ich würde mich total freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das hilft mir total und freut mich auch. Und alles Gute für dich und deine Lieben. Schön.